Bei der Aachener Demo gegen ACTA. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Also, am Anfang müssen wir erstmal einen kleinen formalen Teil machen. Also, zu unserer Route. Ich lese jetzt vor. Die Versammlungsteilnehmer sammeln sich um 13 Uhr in Aachen am Theatervorplatz. Anschließend zieht der Aufzug über den Kapuzinergraben, Alexianergraben, Löhrgraben, Jakobstraße bis zum Markt, wo eine Kundgebung erfolgt. Danach zieht der Aufzug weiter über die Pontstraße und Pemperer Graben bis zum Vorplatz des Super Cs. Hier findet die Abschlusskundgebung statt. Spätestens um 16 Uhr wird die Versammlung beendet. Jetzt zu den Auflagen, die wir von der Polizei erhalten haben. Transparente dürfen eine Breite von 300 cm und eine Höhe von 100 cm nicht überschreiten. Transparente Haltestangen sind bis zu einer Länge von 250 cm erlaubt. Die Haltestangen dürfen nur aus Holz- oder Kunststoffleerraum beschaffen sein und der Durchmesser bzw. die Kantenbreite bis zu 3 cm betragen. Die Transparente müssen so getragen, dass Dritte nicht gefährdet werden. Bei der Durchführung des Aufzugs ist grundsätzlich der jeweils in Aufzugsrichtung rechts gelegene Fahrstreifen zu benutzen. Unsere angemeldeten Hilfsmittel sind Transparente, Lautsprecher, Flugblätter, Fahnen, Schilder. Also keine Pyrotechnik, keine Bengalos. So. Abgesehen von diesen Formalien, sorry, das musste sein, erstmal meine persönliche Bitte. Wir wollen eine friedliche Demo, also bitte denkt daran. Über Ausschreitungen wird in den Medien am meisten berichtet. Jede Randale kann unserer Bewegung nur schaden, also lasst es mit der Pyrotechnik und Gewalt. Ich kann natürlich nur an euch appellieren, aber falls ihr etwas in der Art geplant habt, bitte überdenkt eure Entscheidung, ihr würdet uns allen nur schaden. Wenn ihr etwas in der Art seht, dann sagt bitte einem von unseren Ordnern Bescheid, die werden dann der Polizei Bescheid geben. Sowas wie letzte Woche wollen wir auf keinen Fall. Etwas nicht Erfreuliches, aber wir können auch positive Seiten sehen. Denn ACTA hat eigentlich nicht politische Bürger auf die Straße gebracht. Solche in unserem Orga-Team. Eigentlich nur die wenigsten bei uns sind von Parteien. Wir haben so ein wichtiges Thema, dass ihr hier alle dafür auf die Straße geht. Das finde ich super. Unsere Bewegung zeigt, dass das Internet in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Dreht euch rum, schaut, wer neben euch steht. Ihr seht, hier sind nicht nur Schüler und Studenten. Hier ist jeder vertreten. Internetfreiheit geht uns alle an. Das Internet ist zu einem politischen Mittel geworden. Die meisten hier haben wir über Facebook mobilisiert. Wir müssen diese Freiheit erhalten, das Internet als politisches Mittel nutzen zu können. Artikel 20 des Grundgesetzes sagt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Die Demokratie muss wieder demokratisch werden. Bei ACTA brauchen wir eine öffentliche Diskussion und keine geheim gehaltenen Zusatzprotokolle. ACTA ist bürgerfern, undemokratisch und geheim diskutiert worden. Wir können nicht zulassen, dass Großkonzerne unsere Politik diktieren. Ich sehe auch eine Chance, denn wir sind jetzt aufgeweckt und sehen, dass wir Bürger einen Einfluss haben in dieser Welt. Geht wählen, schreibt an eure Abgeordneten, macht mit bei Parteien. Aachen gegen ACTA ist überparteilich. Wir haben wirklich eines der wenigen Themen, bei denen sich fast alle Jugendorganisationen der Parteien einig sind. Das ist gut. Leute, diese Demo, macht es friedlich und gleich kann es losgehen. Ja, das wäre blöd. Du kommst aus Holland. Ja, eben. Eine Demonstration gegen ACTA und ruft Penis, das ist sehr interessant.
Aber Demonstration gegen ACTA mit einem Brötchen Penis, das ist... Was? Wie niveauvoll. Grün sind auch dabei. Also was ist hier verläuft? Deine Schuhe sind einfach zu flach. Das Anti-ACTA-Schwein. Vorne. Stopp ACTA! 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 Ich glaube, ich habe gerade erlebt. Wieso? Du musst dann mitbrüllen! Hier ja, stehen. Der ist grün schittert der. Ich spür meine Beine. Ich grün. Das ist die grün verdeckt mir die Sicht verdammt. Ich kann nicht nach vorne gehen. Da packt das sehr originell. Warum sind Sie gegen ACTA? Ja, kein Kommentar. Lass mir meine Freiheit nicht nehmen. Ja, okay. Ein Argument, ne? Warum sind Sie gegen ACTA? Ich bin nicht gegen ACTA. Also? Ich bin für ACTA. Ich meine, wofür braucht man deine freie Meinung im Internet? Ist doch völlig nutzlos. Stopp ACTA! 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 Man muss halt überall Augen, auch hinten. Ja. Die sind überall. Wow. Da ruft er nach Au am. Ist das eine Schande? Ja, es ist eine Schande. Ist das eine Schande? Der ruft nach Au am. Mau am. Ja, das ist das M weg. Das ist die asiatische Variante. Wir filmen mal für eine halbe Stunde mit dem Stream. Was? Ein Stalker! Mach die Kamera aus! Nein, niemals! Mach die Kamera aus! Mach die Kamera aus! Niemals! Vermummung ist in Deutschland verboten! Hey! Ja, es wird danach... ACTA! Stopp ACTA! Stopp ACTA! Stopp ACTA! Stopp ACTA! Blöd mit der Musik, kein Copyright verletzt! Die Jungs, die haben was zusammen, die haben vorher gesagt, sowas alles. Und ich kann das nicht mit Affen und Ei machen. Also ich wäre euch sehr verbunden. Hier gehen gleich ein paar Jungs mit so einer Sammelbüchse rum. Wenn ein bisschen was ins Töpfchen tut, weil das, was hier steht, ist teuer. Ja. Ich danke euch. Ansonsten kommt jetzt irgendjemand, der hier was zu sagen hat, der Organisation zu tun. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin nur gerne gekommen, ihr seid bei dem scheiß kalten Wetter. So, wir sind hier wegen ACTA. Das wisst ihr wahrscheinlich alle. Eigentlich tun wir so.